Und jetzt geht's nochmal ganz kurz reisemäßig nach Kanada auf eine Wildwasser-Rafting-Tour. Stellen Sie sich vor, ein total motiviertes Bootsteam sitzt in einem Schlauchboot, hat schon die ganzen jungen Kerle, die haben alle schon, und Mädels natürlich, und haben schon ihre Helme auf, Leuchthelme, und sitzen in jedem kleinen Schlauchboot. Der Bootsführer raucht draußen noch eine Zigarette. Und an dem Baumstumpf lehnt sein original Eastpak-Rucksack. Eine Maus kommt daher, sieht den Rucksack, die Maus hat Hunger und denkt sich, original Eastpak-Rucksack, da ist Knete da, da gucke ich mal rein, vielleicht ist was zu essen drin. Also sie klettert in den Rucksack und sieht eine original Tupperware-Büchse mit Schnellverschluss. Auf das Ding, Stück Kuchen drin, coole Angelegenheit, der Kuchen ist ratzpatz verputzt, die Maus sitzt drin, oh, was für ein cooler Tag. Da gibt es einen Ruck. Der Rucksack wird ins Boot geschmissen, der Bootsführer springt hinterher und ab geht der Peter. Die Maus weiß natürlich gar nicht so richtig, was passiert und klettert so Richtung Licht, schaut raus und sieht bloß so Wellen und ja, Gicht und die Leuchthelme und Felsen vorbeifliegen, totale Action. Ich muss dazu sagen, die Maus kann nicht schwimmen. Das ist so ein bisschen das Malheur. Und das folgende Stück beschreibt so die Gefühlsmomente der Maus, diese Ertrinkensangst, in Verbindung mit romantischen Naturexkavaten. Also das Boot raus stand nicht nur unter dem Fluss, sondern hat auch so ganz sanfte Passagen zu überwinden, wo die Maus auch rausschaut, eine super Gegend sieht, denkt sich, wow, coole Gegend hier, Kanada, da war ich noch nie, Fels. Das Wechselspiel erkläre ich Ihnen jetzt gleich musikalisch. Ich kann nur ein was sagen, Sie brauchen sich um die Maus keine Sorgen machen, die Maus ertrinkt nicht. Die wird dann beim Rausklettern aus dem Rucksack von einer hungrigen Katze entdeckt, das ist aber eine ganz andere Geschichte, also machen Sie keine Sorgen.